Servus, Glück auf! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. To Die. Ja, wir sind mal auf Versuche. Erstmal irgendwo. Oder packen wir es erstmal irgendwo ins Auto rein, oder? Ja, halt schon ärgerlich, das irgendwie zu verlieren. Könntest du natürlich auch beim Händler lagern, da hinten hoppelt eine Nase lang. Außerdem sollten wir uns mal um Punkte kümmern. Das gucken wir, was wir aufgefüllt kriegen. Eier. Auch ein Eier. Mach mal so. Ja, da müssen wir das hier gleich abholen. Wo ich würde ganz gerne noch ein ganz so wichtig hier. Da reingelegt, aber sie sagen. Weil dann können wir schon mal noch wieder da uns vollmüllen, ne? Können wir auf jeden Fall abfahren. Abbauen. Oh, das ist gar nicht schlecht, das Gebäude hier. Die geil ist. Der sieht auf jeden Fall stylisch aus. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen wegen hundemäßig hier. Schon die ganzen Viecher. Wir brauchen E10 zum Bösen. Will nicht so schnell werden. Headshot only haben wir natürlich drin. Ihr seht, egal wo ich hin. Ich muss schon den Kopf treffen, sonst passiert da nichts. Die hat uns getriggert. Alter, guckt euch das an, was hier in der City spawnt. Direkt hinter uns auch noch 4 Stück. Wow. Da ist er gleich durch. Ey. Ich wollte mich doch nur mal kurz umsehen. Ja, aber das ist die Mod, Leute. Also, ich habe auch Feral-Modus aus, weil sonst hätte uns jetzt schon alles angestürmt hier. Das macht leider keinen Sinn, wenn man mit dem Mod spielt. Weil ihr seht, in den Cities ist halt echt Rambambule angesagt. Ja, hat halt null Damage gemacht, weil wir nicht den Kopf getroffen haben. Aber trotzdem denken muss er eskalieren hier. Der ist aber schön gesetzt, der zweite, oder? Ich muss halt ein bisschen mit der Stamina haushalten, deswegen mache ich gerade einen leichten Angriff erstmal. Solange sie nicht schnell sind.
Krabby ist ein Miststück. Hat ihn schon so oft einen mitgetischt. Alter, ihr seht, was hier los ist. Ich glaube, ich smash jetzt erst einmal durch hier. Einfach mal gucken, was die Gebäude sagen. Weil sonst kommen wir hier, ihr seht's ja. Also, wir kommen ja hier keinen Zentimeter weit ohne zu Kontakt haben. Egal ist. Feuerwachenmäßig aus. Das sieht hundemäßig aus, ey. Schon weg. Dietrich. Ed Rooster. Oh, Police Station. Police! War doch und doch ein Tacken größer nach hinten hin, ich gedacht habe. Hier mal Klamottenladen oder sowas in der Art Campingladen. Die kennen wir auch noch gar nicht, oder? Ah ja, Camping Gear zu geben. Ist auf jeden Fall Ende. Hier durchgehen. Lieber andersrum. Ja, diese Gassen, Alter. Hör mir auf, ey. Da hockt gleich wieder irgendwo ein Hund und dann ist dead. Er hat keine Schusswaffe, nix. Das muss ja nicht sein. Alter, was hier los ist, ey. Ich tendiere gerade echt zu diesem komischen Komplex da vorne. Den wir zumindest als Base nehmen. Das ist relativ mittig hier. Station 7 ist das. Ah, okay. Ist natürlich sehr groß, ne? Aber sehr cool, so auch mit der Dächer und so. Da können wir auch so von der Dächer einiges machen. Was. Ja, wir haben Zeit. Wir können uns ganz in Ruhe erstmal umgucken hier. Bisschen geilen Scheiß looten wie ein Knochen. Ja, lässt mich links in das Ding hier looten, das wäre schon nice. Ruhig. Nice. Und kranken, aber die sollten wir auch looten. Ja, hier kommen wir ins Wohnviertel, würde ich sagen, ne? Wir müssen aufpassen, da liegt immer einer, der aufsteht hier, ein Sleepy. Der nicht, aber das ist noch einer liegen. Klaus! Aus die Maus!
Briefkästen sollten wir mal durchlooten. Ihr seht schon. Also da habe ich auch nichts dran gemoddet. Feuerpfeile, Alter. Nice! Alter, ist überall jetzt ein Buch drin, oder was? Okay, da muss ich doch keine Bücher kaufen. Lol. Was ist das denn, Leute? Sprengpfeile, Alter. Es geht schon wieder los. Du warst bis jetzt nur Bogen und Speer, aber... Wow. Also am Loot habe ich gar nichts geändert, ne? Das ist hier original Vanilla-Einstellung. Wahrscheinlich wird es immer so Speer- und Bogenzeug sein, aber wie gesagt, wenn man so halt relativ zügig an Sprengpfeile kommt, ist ja schon nice, ne? Also, wie ihr seht, Briefkästen. Also, dass jetzt in jedem Briefkasten eins drin ist, ist natürlich schon wieder krass. Ja, das war's, ne? Hier haben wir hinten noch Lagermoped, ne? Ja, ja, ja. Ja, ihr seht, was halt los ist in der City, ne? Ist ja halt die Frage, will ich das? Schön wäre, wenn hier in der Nähe irgendwo außerhalb ein Häuschen gewesen wäre. Allein von der Größe haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. So. Aus eben Mitte haben wir 5 Kills. Das ist ein Ernst, das ist kein Plausen. Oh, 0 Ausdauer, Alter, nichts zu trinken. Der Rocker. Ja gut, das Gebäude kennen wir auf jeden Fall. Na ja, auch schon. Carry. Eieieiei, du. Okay, wie man sieht, die Karren sind auch unterschiedlich, ne? Gerade 3 Bücher gehabt. Bevor ich jetzt hier... Da ist Wasser. Aber so klein ist die auch gar nicht hier, ne? Da jetzt nicht irgendwie so die mega krassen Gebäude irgendwie. Aber das kennen wir ja schon, dass die Hütten meistens geiler sind wie irgendwelche mega krassen Gebäude, ne? Ja, das ist schon echt krass mit den Briefkästen. Kasten. Au.
auch unnöte. Ich bin weg. Ja! Oh, 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 hier war ein Hund, ne? Da ist ja so ein Ding vorbeigelaufen. Das war Bambule, ey. Es scheint echt nur so eine begrenzte gleiche Anzahl an Büchern zu sein, was aber okay ist. Start, so ein paar Bücherchens mitnehmen, warum nicht? Okay, da waren wir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was kriegen wir denn dafür? Immerhin Huni. Ja, hier bei den Dingern ist auf jeden Fall noch bei diesen Container-Dingern. Naja, ihr seht's schon, ne? Ja, ja. Das sind irgendwie 5-6 Bücher. Aber dass sie da halt Sprengpfeile beigemacht haben, ist schon krass, ey. Aber gut, beschwer mich nicht. Sprengpfeile, Feuerpfeile, perfekt. Ja, wir brauchen erstmal Stahlspitzen, ne? Gar keine Frage, aber so ein paar findet man ja meistens. Wir müssen die Ecke hier nochmal aufklären. Ja. Das hat eine Werkbank und Zementmixer. Da müssen wir auf jeden Fall reingucken, Leute. Das kann nicht so schnell werden, Junge. Wechsel. Scheiße, ey. Ja, ich bin jetzt schon sehr langsam. Wenn jetzt ein Hund kommt, ist echt schlecht irgendwie. Wow. Ist er denn da so schnell unterwegs? Jetzt rückt er. Ja, ich meine, gut, wenn man Speer spielt oder so zum Anfang, ja, gar nicht so schlecht, ne? Umso besser wird man mit dem Speer. Oder ist man mit dem Speer? So! Ja, Kevin, bleib doch ruhig. Wo war denn jetzt der Händler überhaupt, ey? Da ist Fats and Food dann da irgendwo, ne? Ja, also, es wird entweder auf die Feuerwache hinauslaufen. Das ist so das einzige Gebäude, was mir irgendwie ein bisschen zugesagt hat. Es ist halt sehr groß für alleine. Oder ich müsste direkt selber was bauen.
Aber das wird am Anfang so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass das eigentlich dumm ist, ne? If you're feeling under the weather, I've got just what the doctor ordered. Ist ganz arm, dies. Es ist auf jeden Fall eine gute Einnahmequelle zum Start. Vorschlagkammerteile hier. So, wir können ja mal gucken, was gibt es denn an Schematik. Buch des Bergbaus wäre schon gar nicht schlecht. Ja, Mods wären auch nice, aber nee. Also wie gesagt, wenn, würde ich mich halt auf Baupläne... Remember me if you need medical supplies. Baupläne und Bücher. Würde ich dazu nehmen. Das sind so die einzigen. Ja, 18 Uhr, ey, das wird schon wieder eng. Müssen wir eben schnell mal eben Base ready machen, ne? Er ist echt so der Aufdringlichste, ne, der Bogen. Muss ich immer einmischen. Boah, leck mein Arsch, ey. Der Bogen ist einfach so rotze, Leute. Ich hab mal kein Trinken, ich brauche Ausdauer. Ja. Oh, wo ist er denn bitte eingeschoben? Wo schlägt er denn bitte ein, dass es noch beim Händler klingen macht, Alter? Und Witz. Der kleine Scheiße. Also einen brauchen wir noch, dann haben wir die Quest jetzt. Doch, hier ist ein bisschen. Hau ab, Alter. Ach so, ja, wie ihr seht, Zombies hinterlassen jetzt wieder Leichen. Tussi umlegt sowas und wenn den Kerl umlegt sowas. Und man sieht, was einen so angreift. Muss man dann halt noch wegsnacken. Ne? So. Demi ist auch immer so ein aufdringlicher Vogel.
wenn mich nicht alles täusche, waren hier auch Hunde hinten in den Hallen, ne? Nein, ist nicht sicher. Da. Hast du keinen Bock aufzustehen, oder was? Ja, ich weiß. Also. Aber hier können wir einiges ausmachen, das sehe ich schon. Ja. Irgendwas tappelt doch hier draußen auch rum. Komm, mach weg die Spikes. Eigentlich muss ich erst Mutti machen. Mutti ist von der flotten Sorte. Chill, bleib ruhig, ne? Ich hab wenig Ausdauer. Hier schon die nächsten angetappelt kommen. Kleiner Drecksack, Alter. Oh, es geht schon wieder los. Ey, ich brauche ein Campfire. Es macht keinen Sinn, ey. Ich generiere so wenig. Ich habe alle Steine drüben, weil ich auf einsortieren. Ja, wir müssen jetzt den Spike wegmachen. Alter Baby. So, haben wir jetzt draußen wenigstens mal alles. War hier drin noch lange nicht.
Hier die Ecke sollten wir haben. Ah, ihr seht schon, hier kannst du schön was machen, ey. Uhr und. Ich meine, hier vorne haben wir ja erstmal clear. Ne? Wir können uns ja erstmal da aufhalten, die Nacht über. Also, erstens seht ihr, die Leichen liegen ein bisschen länger. Ja, eben, dass ich hier einen Ressourcenstein finde. Und ein paar Stonis. Also jetzt will ich Gott und die Welt Trigger ein. Licht aus. Viereckigen Mülldinger. Bär, wa? Panzerbrechende Pfeile. Pfeile und Bolzen, okay. Nice! Alter, also Autos lohnen sich gar nichts zu tun mehr. Ich hoffe, ich da jetzt einen Knochen drin hatte. Pack doch einfach gar nichts rein. Schotti-Teile, Alter. Hallo. Mr. Ressourcenstein. Junge, hätte ich schon fast zum Händler zurückrennen können und da das rausholen können. Nur für ein Campfire. Wow. Alter, hier ist nicht ein Ressourcenstein. Ich sehe aber, wir sind bei 34 Minuten. Was ist da wieder los? Das ist viel zu lange, Leute. In diesem Sinne, Uwe, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und ja, wir sehen uns zur Nacht wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüss.